In London sind die Nominierungen für die diesjährigen Brit Awards bekannt gegeben worden. Top-Anwärter auf den Preis der britischen Musikindustrie ist unter anderem die Alternative-Rock-Gruppe Bastien. Gleich 4 Nominierungen konnte sie einsammeln. Darunter für die Kategorien Beste britische Band, Beste Single für Pompeii und Bestes Debütalbum für die Scheibe Bad Blood. Das Elektroduo Disclosure, bestehend aus den Brüdern Guy und Todd Lawrence, geht ebenfalls als Favorit für die beste britische Band ins Rennen. Außerdem könnten sie den Preis für den Newcomer des Jahres abräumen. Rudimental spielten live auf bei der Nominierungszeremonie. Die Band konkurriert mit Bastille und Disclosure um die wichtigste Auszeichnung und wirft ihr Album Home in den Ring. Außerdem dabei die Arctic Monkeys und Rückkehrer David Bowie. Rudimental, das Musikkollektiv aus dem Londoner Stadtteil Hackney, ist die britische Musikindustrie gut in Schuss. Ich denke, ihr geht das gut und ehemalige Untergrundmusik gelangt in den Mainstream. Das ist immer eine gute Sache. Besonders für uns. Wir haben im Piratenrundfunk angefangen, im Untergrund Platten zu verkaufen, ist nun eine Nebenwirkung der Bekanntheit. Die Hauptsache ist, live aufzutreten, und das ist toll. Dieses Jahr haben es auch andere Bands wie Disclosure geschafft. Das zeigt, dass die britische Musikszene zurzeit sehr lebendig ist. UK music is really vibrant right now. Auch David Bowie ist, wie gesagt, dabei. Vor 3 Jahrzehnten sagte er seinen ersten Brit-Preis ein. Nun geht der 67-Jährige ins Rennen in den Kategorien Bestes Album und Bester britischer männlicher Solokünstler. Letzteren Titel würden neben Bowie auch gerne Jake Buck, James Blake, John Newman und Tom Odell einheimsen. Ellie Goulding konnte sich über 3 Nominierungen freuen. Gemeinsam mit ihr würden auch gern Birdie, Jessie J, Laura Marling und Laura Mvula den Preis als beste Künstlerin erhalten. Und ja, es gibt tatsächlich noch Boybands. One Direction heißt eine von ihnen. Und sie könnte eine Auszeichnung als beste britische Gruppe erhalten. Und ihr Lied, One Way or Another, könnte als beste Single geehrt werden. Dass die 5-köpfige Truppe auch den Preis für den größten weltweiten Erfolg einheimst, gilt als wahrscheinlich. Das 3. Album von One Direction verkaufte sich weltweit immerhin fast 700.000 Mal. Und das allein in den ersten 6 Wochen nach Erscheinen. In der Kategorie internationale Künstlerinnen tritt die US-amerikanische Sängerin Pink gegen Janelle Monáe, Katy Perry, Lady Gaga und Lorde an. Bei den nicht-britischen Herren geht Bruno Mars gegen Drake, Eminem, John Grant und Justin Timberlake ins Rennen. Die französischen Elektropopper von Daft Punk könnten den Titel als beste internationale Band einstreichen. Die maskierten Musiker müssen sich gegen Arcade Fire, Haim, Kings of Leon, Macklemore und Ryan Lewis behaupten. Die Gewinner der Brit Awards 2014 werden am 19. Februar in London bekannt gegeben.